Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr überprüfen könnt, ob ein Spiel, was ihr euch kaufen möchtet, auf eurem Rechner läuft oder nicht. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch sofort. Und ja, was braucht ihr dazu? Eigentlich nichts weiter. Ihr braucht nur euren Internetbrowser und das war's schon. Ich zeige euch das Ganze am Beispiel von GTA 5 und ihr könnt das natürlich mit jedem anderen Spiel, was die Seite, die ich euch gleich zeigen werde, unterstützt, auch machen. Ja, also, wir gehen erstmal ins Internet und öffnen die Seite canyourunit.com. Den Link dazu stelle ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Ich akzeptiere das hier mal kurz unten, damit ihr mehr seht. Und ich wollte euch das ja anhand von GTA 5 zeigen. Ihr könnt natürlich auch andere Spiele nehmen, dafür müsst ihr bloß hier oben euer Spiel eingeben und das dann auswählen. Ja, ich zeige es euch anhand von GTA 5, das heißt, ich klicke jetzt hier mal drauf. Und was müsst ihr jetzt machen? Ihr klickt hier auf Can You Run It. Ihr könnt das natürlich auch per Hand überprüfen, was hier gefordert ist und könnt ihr dann sehen, ja, das funktioniert bei mir oder nicht. Wenn ihr jetzt eure Daten eures PCs nicht alle auswendig wisst, dann klickt ihr einfach hier oben drauf auf Can You Run It. So, dann ist hier eigentlich auch schon die ganze Anleitung präsentiert. Ihr wartet jetzt, bis die Anwendung hier unten heruntergeladen ist. Und ihr braucht euch auch da keine Sorgen machen, dass das vielleicht ein Virus ist oder so weiter. Ihr werdet auch gleich sehen, wenn das fertig ist, dass mein Virenprogramm anzeigt, dass das Programm sicher ist. Natürlich kann man die Virenprogramme mit dem nötigen Know-how auch austricksen, aber ihr habt hier auch zum Beispiel keine Administratorenberechtigung, also ihr braucht keine, um das zu öffnen, also wird dort auch nichts im Hintergrund installiert. Ja, wir warten jetzt kurz, bis das heruntergeladen ist. So, das Ganze ist jetzt heruntergeladen. Ihr klickt hier unten einmal mit einem Linksklick drauf. Und jetzt seht ihr auch hier unten rechts, dass das sicher ist, was ich euch gezeigt hatte oder erzählt hatte. Und ja, jetzt wird meine Hardware, das was im Computer verbaut ist, wird jetzt gescannt. Und hier unten steht genau dasselbe, was ich euch gerade erzählt habe. Und hier steht auch, dass keine personenbezogene Information gesammelt wird. Ihr müsst jetzt kurz warten, bis das Programm damit fertig ist. Und wenn das fertig ist, werdet ihr zurück in euren Browser geleitet. Und jetzt steht auch, also seht ihr hier schon zwei Haken, das heißt, euer Rechner würde das Spiel, naja, spielen können, also öffnen können und vor allen Dingen auch flüssig darstellen können. Ihr könnt jetzt hier gucken, was bei euch übereinstimmt, wo ihr mehr habt und so weiter. Und ihr seht dann auf jeden Fall, ob das Spiel laufen würde oder nicht. Ich kann das Ganze auch nochmal mit Battlefield 1 machen. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, dass ich zwar das Minimum habe, ja, ihr müsst das also auch nur einmal durchlaufen lassen, das Minimum habe ich aber die empfohlenen ja, Hardware-Eigenschaften habe ich nicht, müsste dann hier gegebenenfalls aufrüsten, da könntet ihr gucken, was ich jetzt nicht habe. Man geht hier oben auf Recommend und da seht ihr hier, dass meine Grafikkarte am Schwächeln ist. Ja, auch der RAM habe ich zu wenig und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dies der Fall ist, dann abonniert doch bitte meinen Kanal, lasst ein Like da, schreibt fleißig in die Kommentare, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was ich besser machen soll, vielleicht eure Videoideen, was ich euch zeigen soll. Und ja, schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal.